Erst neulich habe ich ein Interview mit dem Daniel von den Waldgeistern geführt bezüglich meines Essverhaltens, der veganen Rohkost und auch allgemeinen Detail, was ich den ganzen Tag eigentlich so mache bezüglich zum Essen. Und daraufhin kam halt ein Kommentar, dass das halt mehr oder weniger eine Essstörung ist oder auch manchmal auch ungesund sein kann. Und da möchte ich einfach nochmal genau an dem Video drauf eingehen, wie ich das alles dazu stehe und beziehungsweise wie ich das auch sehe. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Ist die pflanzliche Rohkost und der Fakt, dass man regelmäßig fastet und auch versucht, seinen Körper regelmäßig zu entgiften, eine Essstörung? Ich würde sagen, nein. Für mich ist eine Essstörung, hat etwas mit der Psyche zu tun. Das kann auch bei Leuten passieren, die sich konventionell ernähren, gemischtköstlich, einfach weil sie mit ihrem Gewicht und alles Mögliche unzufrieden sind oder sich auch Stress machen, sich immer nach Uhrzeit und alles Mögliche essen. Das ist dann zum Beispiel in den Kommentaren dann aufgekommen, weil ich halt gesagt habe, dass ich dann mehr oder weniger am Abend für eine Zeitspanne von 4 Stunden immer was zu mir nehme. Und dann gesagt wurde, das ist ja nach Ansichten auch indirekt eine Essstörung. Ich mache mir da nicht sehr viel Kopf dabei. Manchmal sind die Zeiten kürzer, manchmal länger. Ich mache mir da wirklich keinen Stress. Manchmal fange ich auch früher das Essen an, wenn ich zum Beispiel an dem Tag Tai Chi habe und da versuche ich es ein bisschen zu optimieren mit der Zeit. Das variiert sich da auch immer variabel und ich bin da nicht strikt. Um genau 6 Uhr nehme ich meine Mahlzeit zu und da darf nichts dazwischen kommen. So ist es jetzt bei mir nicht. Das ist auch spontan wie bei jedem anderen eigentlich auch. Also wenn ich mir zum Beispiel bei meinem Vater und meiner Mutter das so anschaue, die haben auch ihre festen Zeiten. Die habe ich jetzt auch durch Beobachten herausgefunden. Da kann ich sie auch ein bisschen manipulieren, wenn ich möchte. Mache ich aber nicht. Aber die haben auch ihre festen Zeiten, wann sie wann was essen. Und ich bin jetzt auch nicht dabei, zu sagen, dass sie eine Essstörung haben. Die fühlen sich wohl genauso wie ich jetzt zum Beispiel. Ich mache auch jeden Tag meinen Sport. Und Sport ist halt da auch der richtige. Ist das richtige Schlüsselwort auch. Ich mache zum Beispiel meine vegane Rohkost zum Beispiel und auch diesen, ich sag mal, diese Zeitspanne mit diesem intermittierenden Fasten mache ich auch primär wegen meiner Leistung beziehungsweise mit dem Sport, wo ich halt wieder zurückkommen möchte. Vor meiner Umstellung auf die Rohkost, da habe ich ja mal 70 Kilo gewogen, war sehr, sehr muskulös und mit der Rohkost habe ich dann sehr viel Gewicht verloren und jetzt kommt das alles wieder zurück. Und das hat einfach die Gründe, dass halt durch das Fasten der Organismus leistungsfähiger erstens ist, weil zum Beispiel auch Testosteron beim Sport vermehrt dann ausgeschüttet werden, beziehungsweise durch das Fasten werden halt mehr Proteine und Hormone ja ausgeschüttet, beziehungsweise werden auch gestiegen. Eins ist natürlich auch das Testosteron, was halt beim Mann sowieso schon vermehrt auftritt und das halt für Muskelwachstum auch mitverantwortlich ist. Drastisch steigt auch das HGH-Wachstumshormon, welches dafür verantwortlich ist, dass die Muskeln nicht abgebaut werden. Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel länger faste und dieses Hormon ausgeschüttet wird, dann verliert man einfach weniger Muskelmasse und das wird halt vermehrt ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel nicht ist über eine bestimmte Zeitraum. Also wenn man zum Beispiel dieses intermittierende Fasten macht, dann steigt dieses Level einfach viel höher an. Und sehr interessant ist auch, dass während dem Schlaf viel mehr Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und das ist auch dann von diesem Zeitpunkt, wenn man zum Beispiel aufsteht nach dem Schlafen, dass man nicht sofort frühstückt, sondern einfach das Frühstück
so weit wie es geht nach hinten stellt, damit man von diesem Wachstumshormon auch profitiert. Deswegen mache ich ja auch Sport auf leeren Magen und danach, erst nach meinem Sport, trinke ich meinen ersten Saft und mache ich dann erst meine ersten Mahlzeit. Das heißt, ich tue auf nüchternen Magen in der Fastenzeit tue ich meinen Sport machen bzw. ein Kurzintervalltraining, also mein kurz hochintensives Intervalltraining, also Ganzkörpertraining, weil da nochmal der Testosteronspiegel nochmal viel weiter erhöht wird und auch diese Wachstumshormone dann nochmal einen Schub bekommen. Und natürlich wird auch durch dieses Intervalltraining wird auch das Protein BDNF, also Brain Derived Neurotic Factor, das wird auch nochmal ausgestoßen und das hilft nochmal neue Synapsen und Nervenzellen zu bilden bzw. auch zu stabilisieren. Das heißt, man wird auch intelligenter bzw. vom Kopf her werden da neue Synapsen und Nervenzellen gebildet. Also man wird einfach schlauer, weil das Gehirn da auch mit profitiert. Wird auch vermehrt ausgeschüttet, wenn man fastet. Also da zählt auch intermittierendes Fasten mit dazu, wenn man viel in der Sonne ist und auch Krafttraining macht. Das sind einfach solche Faktoren, wo dann der Körper einfach viel leistungsfähiger wird im Sport und auch im Kopf her. Warum ich das auch nachgehe, warum ich auch diese strikten Zeitpunkte habe, beziehungsweise Zeitspannen, wo ich meine Sachen mache, wo ich meinen Sport mache, wo ich meine Ernährung mache, wo ich auch schon eine Gewohnheit habe, wo ich dann mir auch keinen Stress mehr mache. Und das machen ja, ich glaube nicht nur ich, das machen viele Sportler. Und da gibt es auch schon viele Belege, die, wo Sportler dieses intermittierende Fasten auch machen. Hier auch einfach diese Resultate und diese Ergebnisse auch haben, dass sie dadurch leistungsfähiger werden, beziehungsweise leistungsfähiger sind. Kleiner Funfact nebenbei, der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, vegan beziehungsweise Rohkost zu werden, ist, weil es mich ein bisschen gestört hat, weil ich immer mehr Gelenkschmerzen damals bekommen habe, als ich mich noch konventionell ernährt habe. Also alles Mögliche gegessen habe, auch nicht Bio und alles Mögliche, also sehr viel Schrott, also Fastfood war aber nicht dabei und das ganze Junkfood. Aber ich habe trotzdem Gelenkschmerzen und alles Mögliche bekommen. Ich habe mich gefragt, warum bekomme ich das jetzt eigentlich? Und ich habe jetzt ein bisschen im Internet recherchiert, also die Gelenke, die sind sehr anfällig für Gifte und Schleime. Und durch das Fasten wird dann natürlich auch die Entgiftung angekurbelt. Das heißt, dass die Gelenke auch dann geschmeidiger werden, die Schmerzen nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine Gelenkschmerzen mehr. Und die profitieren auch von diesem Fasten. Und das ist auch wirklich ein Grund gewesen, warum ich mich dazu entschieden habe. Und weitere Gründe sind auch fürs Fasten. Es gibt so viele positive Gründe. Also meine Haut ist auch besser geworden, habe weniger Pickel, habe kaum Akne oder sonst irgendwas. Habe ich schon fast gar nicht mehr. Die Temperaturregulation vom Körper ist auch wesentlich besser. Also die Kälteregulation, also man härtet einfach viel mehr ab, weil man halt basischer wird. Das ist auch warum die Technik vom Wim Hof eigentlich auch funktioniert, weil er durch die Atmung basisch wird. Deswegen mache ich auch Kampfkunst. Also die Atmung zum Beispiel, die ich durch die Kampfkunst gelernt habe, da werden einfach die Organe mit entlastet. Auch durch das Fasten werden die Organe einfach mit entlastet. Also da hat ja auch die Leber, die Galle, alle möglichen, der Magen, der Darm, die haben einfach eine Essenspause und können sich dann einfach auch drauf konzentrieren, anstatt die Energie in die Verdauung zu stecken. Hier einfach mal sauber zu machen, wie wir das Menschen halt auch machen. Deswegen einfach nochmal die Organe mit zu entlasten und auch nochmal gesünder zu sein. Das ist auch für Diabetiker zum Beispiel recht interessant, dass durch das intermittierende Fasten der Insulinhaushalt viel geregelter abläuft, damit man beziehungsweise auch nicht mal diese kurzzeitigen Hoch- und Tiefs hat, sondern einen stabilen Insulinspiegel hat. Und so auch Diabetes viel besser in den Griff bekommt. Jetzt nochmal zum Abschluss. Das sind hier alles meine Erfahrungen. Andere Leute haben auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Da gibt es auch Dutzende YouTube-Videos dazu, auch von veganen Rohköstern natürlich auch. Und jeder darf selber für sich entscheiden. Also das soll jetzt hier kein Dogma oder sonst irgendwas sein. Ihr könnt euch einfach vorstellen wie ein Supermarkt. Ihr könnt selber entscheiden, welche Produkte ihr in den Einkaufswagen tut und welche nicht. Und da braucht ihr auch nicht beschweren, wenn da irgendwie Produkte im Supermarkt stehen und dann eine Diskussion mit dem Verkäufer dann anfangen. Ihr müsst die Sachen nicht in den Einkaufswagen nehmen, ihr müsst das auch nicht annehmen, ihr könnt es auch selbst für euch prüfen. Ich habe jetzt hier meine Erfahrungen damit gemacht bei mir. Wie gesagt, die Leute, die da länger dabei sind, ich habe meine 36 bis 39 Kilo gewogen, habe sämtliche Muskeln verloren und jetzt geht es bei mir wieder alles bergauf. Und das sind einfach solche Faktoren, die ich euch damit aufzählen
möchte bzw. aufgezählt habe, warum das dann auch so ist, ist natürlich auch alles belegt, auch von anderen Leuten, auch mit Studien ist das auch alles hinterlegt. So viel dazu. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Apropos, dieses Video kommt noch etwas früher auf Patreon online. Ich habe eine neue Patreon-Seite aufgemacht, da könnt ihr mir auch unterstützen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und sonst könnt ihr gerne eure Erfahrungen zum Fasten oder sonst was in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, ob ihr Erfahrungen gemacht habt oder keine Erfahrungen gemacht habt. Gerne alles unten in die Kommentare, damit wir eine rege Diskussion habt. Ich hoffe, ihr bleibt sachlich und werdet nicht zu kleinen Kindern. Das passiert da recht schnell. Und sonst, ja, freue mich einfach, für euch immer wieder diese Videos zu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. So, jetzt nochmal zum Abschluss vom Video, weil ich einmal eine Reihe hatte, Raw to 70, und sich da manchmal noch welche interessieren, wie viel ich denn eigentlich wiege. Ich steige jetzt auf die Waage, habe jetzt noch meine Kleidung an, das sind jetzt ungefähr 2-3 Kilo, die wir dann noch ruhig abziehen können. Und die Waage zeigt so also 65,3 Kilo, wie gesagt, das ist jetzt noch früher Nachmittag, ich habe noch nichts gegessen. Davon, von diesen 65 Kilo, kann man jetzt ruhig noch 3 Kilo abziehen, also 62 Kilo. Wo ich das schon dazu sagen muss, ja, ich bin zufrieden. Und es geht noch weit bergauf. Also da ist noch Luft nach oben.